Jetzt habe ich hier noch den veganen Tag. Erstens, wie lange lebst du schon vegan? 2 Jahre, 2 Monate. Zweitens, wie steht deine Familie, Freundeskreis zum Thema vegan? Die haben sich nicht oder nur wenig damit beschäftigt, also stehen sie größtenteils neutral dazu oder sagen ihre Meinung nicht. Wir suchen auch keine Auseinandersetzung. Nur wenn jemand fragt oder aktiv Bullshit darüber erzählt, was in meinem Umfeld nicht passiert, diskutiere ich. Drittens, was ist zu deinem Lieblingsessen geworden und was hast du erst als Veganer kennengelernt? Selbstgemachtes Fruchteis ist mein Lieblingsessen. Oder ein Liter frisch gepressten Orangensaft. Jetzt habe ich mal hier halt keinen frisch gepressten, ist immer noch richtig geiler Zucker. Das war ein Becher. Bin halt mittlerweile auf der Obst- und Rohkostschiene. Und liebe Obst und Süße einfach. Das ist halt so mein Lieblingsessen. Kennengelernt habe ich Avocados, etliche Obstsorten, Sojaprodukte, Glutenprodukte, verschiedene Öle. Ich habe mich vorher einfach kein bisschen mit Ernährung auseinandergesetzt. Mein Typ entsprechend war ich immer ein chaotischer Esser. Und in meiner Familie gab es jetzt auch keine festgelegten Dinge und keine ausgefallenen Sachen. Als ich dann ausgezogen war, habe ich dann einfach die Dinge gegessen, die ich kannte: Käsebrot, Wurstbrot, Kartoffeln, Reis, Nudeln, Bananen, Äpfel. Mehr war doch nicht. Und ja, dann wurde ich relativ schnell, also nachdem ich ausgezogen war, auch Vegetarier, weil ich mir dann einfach so meine Gedanken machen konnte. Endlich aus dem System erstmal ja Pause gehabt, wo ich nicht direkt nach der Schule irgendwas gemacht habe. Und dann erstmal um wirklich wichtige Sachen gekümmert und wichtige Sachen gelernt und ausgebildet und nicht so ein Schwachsinn immer. Wobei natürlich nicht alles Schwachsinn ist in der Schule, aber auch ziemlich ineffizient läuft. Das wäre auch noch ein anderes Video. Ich schreibe mir jetzt mal auf, vielleicht mache ich das, ich weiß natürlich nicht. Bildungssystem. Beziehungsweise Schule. Im Speziellen. Gibt halt schon so einige Themen, die mir auf der Zunge brennen. Oder wozu mir Meinungen auf der Zunge brennen und Erfahrungen. Wo kaufst du deine Lebensmittel? Im Netto. Wenig im Edeka und wenig bei Aldi. Sonst eigentlich alles im Netto, auch alles Bio. Würde aber gerne palettenweise Bananen oder anderes Obst im Bioladen kaufen, aber habe ich keine Möglichkeit, momentan das zu transportieren. Muss mir mal so einen Fahrtanhänger holen. Und dann müsste ich auch über 30 Kilometer weit verfahren. Hinfahren. Und weiß dann auch noch nicht, ob die dann palettenweise was anbieten. Fünftens, gab es Rückschläge, Heißhunger oder vermisst du etwas? Nö. Da ich zu 90% aus ethischen Gründen gemacht habe und nur zu 10% aus spirituellen Gründen, aus Neugier und wegen meiner Sensibilität, die mir sagte, dass ich Tierprodukte einfach nicht mehr in mir haben will und mich sozusagen rein ernähren will. Also weil ich es aus 90% aus ethischen Gründen gemacht habe, gab es keine Rückschläge. Was habe ich hier geschrieben? Weil. Ja, ich lese einfach mal nacheinander vor. Wobei ich habe letztlich aus dieser Sensibilität und Neugier spontan innerhalb von ein paar Sekunden entschieden, eine Woche vegan zu leben. Und dann hatte ich mich erst damit auseinandergesetzt und auf die ethischen Dinge geschaut. Und dann war es auch zu 100% klar. Und Heißhunger gab es, aber die Ethik hat mich halt so motiviert. Ich wollte das einfach nicht mehr zurück, weil ich das unglaublich falsch fand. Also gab es auch keine Rückschläge. Das war nicht mal eine Option. Sechstens, verwendest du vegane Kosmetiken? Nee, ich habe kein Duschgel, keine Zahnpasta und auch sonst keine Kosmetik. Beziehungsweise Drogerieartikel. Oder wie man das allgemein nennt. Putzmittel wird noch. Da achte ich dann drauf, ja. Siebtens, verwendest du Zusatzpräparate? Zum Beispiel Vitamin B12 oder angereicherte Lebensmittel? Ich habe ja gerade das Vitamin D schon in die Kammer gehalten, was ich aber nicht nehme, weil ich vegan bin, aber dadurch kennengelernt habe, weil ich mich einfach bewusster für Gesundheit und Ernährung interessiert habe. Jeder hat einen Vitamin D-Mangel, 98%.
der Menschen. Und Vitamin B12 nehme ich halt. Aber das sollte man unbedingt nehmen, auch als Nicht-Veganer. Statistisch gesehen haben alle Menschen, haben omnivor lebende Menschen genauso oft Vitamin B12 wie Veganer. Und alle ernsthaften Sportler supplementieren noch B12, egal was sie für eine Ernährungsweise haben. Sollte eigentlich auch jeder supplementieren, meiner Meinung nach. Achtens, hast du Haustiere? Wir haben hier zwei Papageien, die hier schon seit ich Kind war eingesperrt sind. Leider. Und ein liebes, sensibles und intelligentes Hundi. Ein großer Schweizer Sennenhund ist das. Neuntens. Konntest du Veränderungen an deinem Körper feststellen, in Klammern verringerte Erkältung, Hautbild, Haare, Nägel, Allergien? Ja, ich nehme langsam an Fett zu. Besonders wenn ich das Fett, was ich esse, auch gering halte. Und meinen Stoffwechsel nicht kaputt haue, indem ich zu lange nichts esse und der dann in den Überlebensmodus sozusagen reinkommt. Nicht Überlebensmodus, aber in den ich krieg nicht so viel wie ich will Modus und dann den Stoffwechsel runterfährt. Dann nehme ich langsam an Fett zu. Und ich habe innerhalb von 6 Monaten 6 Kilogramm Muskelmasse durch mein Training zugenommen. Und insgesamt habe ich da 12 Kilo zugenommen an Gesamtgewicht in 6 Monaten, als ich vegan wurde. Da spielt dann noch eine Rolle, dass ich durch das viele Training auch sehr viel essen musste und dann auch mehr Darminhalt immer hatte. Das macht schon so 2 Kilo aus. Und mit den Muskeln auch Kohlenhydratspeicher und Wasserspeicher mitwachsen. Und da waren auch noch 2 bis 3 Kilo Fett, die auch noch hinzukamen. Was bei maximalem Training aber dann auch normal ist und normalerweise noch mehr Fett man zunimmt. Meine Kraft ist da überall um 30% gestiegen in den 6 Monaten in Hauptübungen. Zum Beispiel bei Bankdrücken von 90 Kilo auf 118 Kilo, beim Kreuzheben von 150 auf 200 Kilo. Ja, und 30%ige Kraftsteigerung ist für einen Fortgeschrittenen schon sehr viel. Und dabei habe ich nicht mehr auf Kraft trainiert. Ich habe nur auf Masse trainiert, was eigentlich fast ein komplett anderes Training ist. Ich wollte mir damit einfach nur beweisen, dass man, ich muss das wirklich so leise reden, wegen den Leuten, die hier schlafen. Tut mir leid. Ich wollte mir einfach nur mit beweisen, dass man vegan maximal viel pro Zeit aufbauen kann an Muskeln. Und man kann auch pro Monat wissenschaftlich gesehen natural gar nicht mehr aufbauen als 1 Kilo pro Monat. Und ich habe in 6 Monaten 6 Kilo aufgebaut. Das habe ich halt ausgerechnet, indem ich halt das Gewicht davor gemessen habe, das Gewicht danach gemessen habe, mit einer Fettmesszange, meinen Körperfettanteil vorher gemessen habe, nachher gemessen habe, dann ausgerechnet habe, wie viel Prozent eines Muskels Kohlenhydrate und Wasserspeicher ausmachen und dann habe dann pauschal diese 2 Kilo Darminhalt drauf gerechnet und dann halt genau 6 Kilo Muskelmasse rausgekommen in 6 Monaten. Ja, das hat sich verändert. Ich nehme genauso schnell an Muskelmasse zu wie sonst, aber weniger schnell an Fett, besonders wenn ich mich kohlenhydratreich ernähre und fettarm. Aber ich habe auch sehr gute Gene zum Muskel- und Kraftaufbau, sonst wäre es gar nicht gegangen. Ich habe wirklich da die perfekten Gene eigentlich fast für und dann dafür dann weniger gut verausdauert. Meine Haut ist auf jeden Fall besser geworden und ein bisschen verjüngt. Da sind Falten, da sind keine Falten. Man hat mir auch oft gesagt, dass ich so juvenil und stark zugleich aussehe. Von fremden Leuten auch. Was mir sonst noch aufgefallen ist, mir fällt Ausdauersport leichter. Meine Grundlagenausdauer hat sehr davon profitiert. Und ich fühle mich einfach viel gesünder und besser. Erkältung hatte ich in der ganzen Zeit gar keine einzige und auch keine einzige andere Krankheit, trotz stetigem harten, stressigen Training. Und dazu ist zu sagen, dass das Auto ist nicht von der Fahrt so.
Dazu ist zu sagen, dass eine gesund ausgeführte vegane Ernährung Symptome von bestehenden Krankheiten, boah, sorry, Symptome von bestehenden Krankheiten lindert, beziehungsweise stark lindern kann. Allerdings, die Krankheiten sind dadurch immer noch da. Die können dadurch nicht geheilt werden, außer man hat über lange Zeit so ein umso höheres Energieniveau erreicht, wodurch die Selbstheilungskräfte halt über lange Zeit so gut wirken konnten, dass die Krankheit halt überwunden werden kann. Das kann dann sozusagen dabei helfen. Ich habe aber immer noch halt die Hausstauballergie zum Beispiel. Aber der Körper hat sich durch die verbesserte und schnellere Verdauung halt einfach mehr Energie für Selbstheilungsprozesse übrig. Zehntens. Wie alltagstauglich ist vegan? Warum bin ich jetzt eigentlich bei zehntens? Ja, doch, das ist richtig. Ich finde vegan sehr alltagstauglich. Es gibt ja sogar etliche Fertigprodukte, die den Einstieg erleichtern. Habe ich als faule Person auch am Anfang genutzt. Viel sogar. Ansonsten ist die Vielfalt, finde ich, schon enorm und die Verfügbarkeit ist auch kein Problem. Außer wenn man in so typischen landhäuslichen, sage ich es mal, Restaurants sitzt. Da kann man da schon Probleme bekommen, aber man kann da auch einfach Kartoffeln pur bestellen, Salat, Kürbissuppe, Kartoffelsuppe ohne Sahne oder sowas. Ansonsten kann man sich auch immer Dinge mitnehmen, finde ich. Außer jetzt Restaurants. Und an meiner ehemaligen Uni in Dortmund gibt es sogar jeden Tag veganes Essen und einmal die Woche auch eine riesen Auswahl an veganem Essen. Und anderen Unis gibt auch immer was Veganes. 10b. Ergänze, vegan sein ist Punkt. Mit sich selbst und der Welt mehr im Reinen sein, habe ich gemerkt. Ein wenig seine Seele zu verschönern. Ich bin da wirklich ein bisschen spirituell auch angehaucht halt. Ethisch das Beste und Richtigste, was man tun kann. Und auch näher an einem grundlegend ökologischeren und gesundheitlicheren Bewusstsein zu sein. Das war der Mediatek. Ich werde vielleicht irgendwo noch den 50 Random Facts About Me Tag machen, weil hatte ich jetzt erstmal keine Lust, 50 Sachen mir auszudenken. Ich lieber erstmal solche vorgefertigten Sachen zu machen. Egal. Bis dann.